Wir sind heute in Großendorf bei uns in der Firma Sturmberger. Wir haben da heute unsere Veranstaltung am Truck Circle Traunkreis. Es sind mit unseren Lastwagen 175 Lastwagen da. Wir haben zwei Familien in der Firma, die haben einen schweren Schicksalsschlag mit den Kindern. Und denen wollen wir so viel wie möglich spenden. Und es geht los. Mit so einem gelungenen Arbeitstier, was 20 Tonnen hebt, was man normal im Alltag braucht, kann man auch, wenn es auf so einem Fest ist oder nach der Arbeit, einmal die Sau auslassen und kann man sich richtig geil aufheben. Ja, grüß euch. Ich möchte uns einmal vorstellen, ich bin der Peter, das ist die Karin, meine Ex-Frau. Wir sitzen jetzt in ihrem LKW. Wir waren verheiratet, haben sich scheiden lassen, sind zufällig hier auf den Treffen wieder zusammengekommen, was aber nicht wirklich zufällig ist, weil wir ein gemeinsames Leben haben, das ist unsere Fahrerei. Und wenn meine Frau mal weitere Strecken fährt und... Ex-Frau, ja, Entschuldigung, danke. Ja, Gott sei Dank, dass du mich daran erinnert. Und dann helfe ich ja manchmal aus, wenn ich Urlaub, dann fahren wir Doppelbesatzung in dem Auto, aber das wird sich dann besser erklären, wie das funktioniert. Funktioniert auch als geschiedenes Ehepaar. Ohne Reibungspunkte. Genau, also es läuft so, ich habe halt ein bisschen exklusivere Ausstattung gemacht, selber gemacht und ja, wie eben gesagt, Doppelbesetzung fahren wir und so. Mehr nicht. Mehr nicht. Los! Das ist unser, im Endeffekt unser reines Freizeit-Spaß, mobil kann man so sagen. Also der Hauber gehört ein LKW-Fahrer von uns, der was normalerweise ganz normal im Fernverkehr mit einem Scania unterwegs ist. Und das, der Hauber, das ist sein eigener privater LKW und der wird nur mehr noch genutzt, dass wir halt auf Truckertreffen fahren. Den Partyaufleger haben wir im Endeffekt mit, dass wir auf die Nacht ein bisschen abfeiern können mit den Kollegen, die was man unter dem Jahr nicht so oft trifft. Und dann kommen wir rein, da wird getanzt, wird ein bisschen was getrunken, Spaß gemacht, ein mega Lichtershow und zweite bis laute Musik und es ist immer Spaß am Abend bei uns. Ja,